Hallo. Ja, stopp. Ja, hier keine Ladungssicherung. Oh, hier, was hier noch ein Wasser stehen gibt. Wir haben uns einen Bagger geholt. Na, Willi, alte Natter. Hui, Moinsen. Samstag, 2. März. Ich habe ein Déjà-vu. Genauso viel. Endete quasi mehr oder weniger der letzte Vlog, ne? Egal. Zweite Paletten. Photovoltaikmodule machst du vorne. Das machen wir jetzt eben. Und dann wollen wir gleich Mittag essen. Bisschen verspätet, 13 Uhr ist es schon. Aber erstmal eben die Module hinjuggeln. Jo. Vater war einmal ein bisschen üben mit dem 3 Meter Schälgrubber. Gucken, wo was geht und so. Ich glaube, es dauert nicht mehr lang, bis wir starten können. Also richtig starten können. Wäre ja auch mal langsam Zeit, ne? Sonntag, 3. März. Die Sonne scheint. Perfekter Halt. Ihr Feini! Feini! Fällt mir gerade ein, die Installation, also Hardware, dachseitig quasi der PV-Anlage ist gestern fertig geworden. Ich habe auch schon Bescheid gesagt, dass das Gerüst weg kann. Ich weiß nicht, wann die jetzt kommen vom Zimmermann und das abbauen. Auf jeden Fall brauchen wir das nicht mehr. Und dann geht das nächste Woche weiter. Lumpi, wo willst du hin? Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Passt einmal nicht auf. Nächste Woche weiter Elektroinstallation. Wo ist jetzt der Ball? Haben wir den verloren oder was? Ich sehe ihn doch. Du willst mich verarschen, ne? Hast keinen Bock mehr, kannst nicht mehr. Also sprich, Batteriespeicher und Wechselrichter, ganzen Kabellage. Dann müssen wir noch mal einmal durchs Leerrohr eine Datenleitung ziehen, rüber zum Haus und so weiter. Also ja, mal gucken, wann wir damit ans Netz kommen, beziehungsweise nicht ans Netz, sondern wann wir es nutzen können. Allzu lange sollte es nicht mehr dauern, sagt er gestern. Ja, fein! Frühstück. Herrlich, herrlich. Läuft. Hui, Moinsen, Montag, 4. März. Ich bin jetzt hier, wie man unschwer erkennen kann, nochmal eben im Bürorechner hochgefahren. Ich will Ihnen nochmal eben aufschreiben. Ich glaube, da sind ein, zwei Hoodies und ein T-Shirt oder sowas, was ich fertig machen muss. Das schreibe ich hier jetzt schnell raus. Und dann zwei, drei Telefonate, noch ein bisschen was abklären. Landberatung, muss ich noch anrufen. Irgendwas hatte ich noch, muss ich gleich mal in den Kalender gucken. Und dann geht es draußen weiter. Und dann muss es eigentlich diese Woche auf dem Acker, vielleicht heute schon. Wir werden sehen. Bis gleich. Falsch rum. 4, 5. Leute, das kann man sich nicht ausdenken, ehrlich. Moment. Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Jetzt ist schon eine Stunde vergangen. Ich packe gerade das erste Paket, weil hier tausend andere Sachen wieder dazwischen gekommen sind. Unter anderem. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ach, den kann ich noch runterschneiden. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Da reden immer alle von Bürokratieabbau. Und dann kommen solche Nummern wie jetzt gerade. Es wird ein Regenrückhaltebecken gebaut hier, da hinten. Da hat auch jemand noch gefragt, ob er hier Mitte der Woche irgendwas unterstellen kann. Ist ja auch alles kein Problem. Darum geht's aber nicht. So, Regenrückhaltebecken. Da haben wir natürlich schönen Bodenaushub. Also die ersten 30 cm feinster Mutterboden, das muss ja irgendwo auch hin. Und das ist ja Quatsch, das irgendwo zu verklappen oder sowas. Also haben die Gefahr, Mensch, unter den Landwirten hier im Dorf kann das jemand brauchen. Irgendwo auf dem Feld und so, ja, alles kein Problem. So, jetzt ist aber so, dass das über 500 Kubikmeter insgesamt sind, die dann auf verschiedenen, bei verschiedenen Landwirten, unter anderem auch bei uns auf Feldern, noch verteilt werden, weil, wie gesagt, man kann den guten Boden ja nutzen. Jetzt brauchst du dafür eine Baugenehmigung.
weil es über 500 Kubikmeter sind. Hallo? Da kommt, ich meine, dass man für ein Regenrückhaltebecken eine Baugenehmigung, okay, noch, ne? Aber dass wir jetzt Boden auf unsere Felder fahren, also lassen, das machen wir ja nicht selber, dann für die ist das natürlich auch günstiger, das auf Felder zu fahren, als, auch klar, alles kein Problem, kann man ja brauchen, ist ja auch schön, wenn man jetzt irgendwo auf dem Schlag so eine Senke hat und so, da kann das schön hin, ist alles super. Aber jetzt braucht man eine Baugenehmigung, braucht man dafür, dass man das auf sein Feld fahren lassen darf, dass der Boden da den Boden verbessert. Das kannst du dir doch gar nicht ausdenken. Bürokratieabbau, ist klar, logisch, haben wir, machen wir, ne?
Jens war hierbei, hat hier ausgemistet. Wir haben die kleinen Viecher rausgebracht. Können wir vielleicht nochmal schnell hinlaufen. Das soll jetzt ein bisschen abtrocknen. Ich werde jetzt gleich nochmal eben die Hackschnitzelheizung volllöffeln. Und der Rest von den Hackschnitzeln, die werden wir, weiß ich jetzt auch nicht, machen wir das. Ich glaube, nach draußen fließt drüber. Jens ist unterwegs, holt die ersten Trockenen im LKW. Und dann sollen die da rein. Und da müssen wir vorher nochmal gucken, da ist irgendwo oben irgendwas nicht in Ordnung. Im Dach. Irgendwo muss ein kleines Loch da. Da muss man irgendwas zwischenschieben. Also das ist sowieso alles Bruch hier. Irgendwann geht es da auch nochmal bei, aber nicht jetzt. So. Ja. Gut. 3-4 Schaufeln in der Heizung und den Rest nach draußen. Ja, jetzt habe ich hier gerade die Box frei gemacht. Da war Herr Lehmann drin und Konsorten. War eben ausgemistet, alles rausgemacht. Ich kann das schon mal ein bisschen abtrocknen, weil da wollen wir dann auch Hackschnitzel einlagern. Weil jetzt müssen die ja erstmal nicht mehr rein. Und dann kann man ja sehen, dass man zum Winter hin die vielleicht wieder freikriegt, weil ein bisschen gebraucht wird ja sowieso. Ein Hackschnitzel, mal gucken. Das meiste geht nachher wieder in die andere Box rein. Die müssen wir auch noch leer machen. Die wollen wir hier mit hinmachen. Das alte Hackschnitzel, dass das frische erstmal nach hinten kommt, das alte erstmal aufbrauchen. Ja, und ich habe jetzt gerade den LKW wieder in die Gänge. Hackschnitzel wohl, die erste Charge ist trocken. Mit und dann ab 11 kann ich da sein. Jetzt ist das irgendwie viel nach. Fix hindüsen, aufladen, Plane drauf und dann mal gucken, ob wir die schon eingelagert kriegen. Erstmal kann er drauf bleiben. Ich glaube, Mittwoch ist, glaube ich, dann Mittwoch oder Donnerstag dann die zweite Rutsche fertig. Mal gucken. Noch ein bisschen weiter. So, eine Weile mal suchen. Ja, hatte ich gerade gesagt, Mist ist raus. Da liegt er auf der Mistplatte. Ich habe einen Miststreuer bestellt, den kriegen wir Mittwoch oder Donnerstag. Er meldet sich nochmal, dann streuen wir das auseinander. Und dann werden wir wahrscheinlich, werden sie Freitag schon mal die erste Gülle fahren. Aufrühren habe ich auch bestellt, habe ich aber auch noch keine Rückmeldung, wann der das schafft, wann er kommt. Da kommt er wieder mit dem LKW in den Gülleport aufrühren. Aber das klärt sich alles in, ich denke mal, in den nächsten 2 Tagen. Jetzt wollen wir erstmal eben die Heizung füllen und dann gucken. Ich muss leider noch mal grübeln, wie das am Schlausen ist mit den alten Hackschnitzeln. Hier hatten wir ja auch Kartoffeln letztes Jahr. Guck mal hier, was hier noch im Wasser steht jetzt. Wahnsinn, die hätten wir nicht mehr rausgekriegt, wenn das zu spät gewesen wäre. Gehen wir mal rein.
Nichts mehr. Da kleckere ich nur alles in den Hof voll hier. Das muss reichen. So, der ursprüngliche Plan war ja auch, schön warm. Der ursprüngliche Plan war ja auch, dass wir das noch sieben lassen. Aber jetzt noch mal woanders hinfahren, sieben wieder aufladen, wieder herjuckeln, dann schleppe ich eben die Asche. Das ist mir egal. Das ist nur Zeit und Geld. So, wir kippen das jetzt hier hin, dann löffeln wir das da. Da ist nicht mehr viel vom Alten. Das wird darauf gelöffelt und dann ist das gut. Ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, da war meine Kamera auch noch im Büro. Ich habe vorhin noch eben den Düngerstreuer mit angebaut. Wir haben jetzt zwei Doppelzentner ASS aufs Getreide, also auf dem Weizen gestreut, und er konnte überall fahren. Das war nichts los, also schon mal gut. Dann werden wir demnächst auch mit dem Schleppschlauch reinfahren lassen, dann die Gülle. Ja, es staubt. Aber da kommt auch mehr Wärme raus als aus dem alten Scheiß, den wir da bin ich mir ziemlich sicher. Ach so, und jetzt nochmal, Jens hat übrigens die Türen aufgemacht, weil es besser geht als mit der Pendelklappe. Weil da ja neulich jemand fragte, warum wir die denn wohl hätten und gar nicht benutzen. Bitteschön, da ist sie benutzt.
Jo, Peak fein. Dann wollen wir mal löffeln. Sehr eng. Geht gerade so. Nix pass. Voll. Oh, dann muss der Rest an der andere Seite. Und dann bleibt noch ein bisschen von den neuen Hackschnitzeln jetzt draußen unterm Vlies. Die verheizen wir aber ja noch bis Sommer ist. Aber mehr kriege ich hier jetzt nicht hin. Wird nix. Ja, weil sonst läuft das hier über die Kante und dann geht die Tür wieder nicht richtig zu. Das ist auch alles scheiße. Also, da war. Ja, da geht's mal nach. Ja, hier keine Ladungssicherung. Ich komme nur, weil ich nicht Trecker fahren darf. Ja, genau. Hol dir mal einen 718, eine Schaufel passt das Bund noch rein. Er wollte es ja hier nicht reinschmeißen, selber schuld.
aufschnitzen. Der Plan ist, also ich will jetzt nicht die Hackschnitzel mit Heulage verfeinern, sondern hier steht es trocken. Wir wollen nämlich gleich noch, deshalb auch das Stroh, die Alpakas und Lamas rausbringen eigentlich. Und da haben wir keine Raufe mit Dach, deshalb kommt der da rein und dann fahren wir da immer einmal am Tag mit der Zange ein bisschen Futter hin. So, ein bisschen was geht da noch. Wir haben jetzt gesagt, wir machen hier dann die Tage unten nochmal eine Bohle, suchen wir uns nochmal was zurecht, zurechtsägen. Das, ich wollte das jetzt nicht, dass es zu weit rutscht. Dann kriegst du die Tür wieder nicht richtig zu, das ist auch alles plünnig. Der Rest ist jetzt erstmal auf die Seite gekommen. Jens hatte hier ja noch die Platten reingeschraubt. Jetzt können wir Mitte, Ende der Woche den Rest holen. Das sind dann nochmal irgendwo so 55 Kubik, schätze ich mal. Und jetzt kann man das auch mal so grob ermitteln. Also das müssten jetzt 55 Kubik sein. Weil der Haufen, der hier drin ist, ja, ist etwas mehr. Vielleicht sind es irgendwo zwischen 50 und 55 Kubikmeter sind jetzt da. So, dann haben wir auf jeden Fall gut über 100 Kubik und dann kommen wir eine ganze Zeit mit hin, weil die Seite hatte ja, da war ja noch ein Rest, hatte ja von Anfang November bis jetzt gereicht. Also das passt ganz gut zusammen hier. Gefällt mir. Aufschneiden und auspacken. Der feuert einer Kage. Kage. Jo, kann bei uns auch bald losgehen auf dem Getreide. Aber schön mit dem Schleppschlauch reingeschisse. Ja, haben sie gesagt, ein Bauer braucht einen Bagger, ne? Ja. Ja, guck mal da. Oh, da ist ein Bagger. Ja. Wir haben uns einen Bagger geholt. Aber nur leihweise. Wir wollen mal experimentieren jetzt. Mal gucken, ob das klappt, was wir uns denken. Hier denken ist, der Baum muss weg. So, wir wollten ihn jetzt, wir hätten ihn ja auch absägen können und mit Hackschnitzel verarbeiten können, zu Hackschnitzel verarbeiten können. Wir haben aber gesagt, wir probieren das, ob wir den umgesetzt kriegen. Wenn wir den, der soll auf der Weide und wenn er dann nicht anwächst, dann kann er immer noch weg. Aber versuch mal klug, ne? Das ist einfach zu schade, den Baum so wegzusägen. Gut, wie gesagt, ob es klappt, wissen wir nicht. Wir versuchen das jetzt, weil hier die Zuwegung weiter soll. Das wollen wir ja irgendwann demnächst losgehen hier. Alles neu pflastern, einmal von da runter bis hierher und das Ganze muss auch ein bisschen breiter, damit wir hier, also Busch muss auch ein bisschen dann an der Seite, damit wir hier mit dem LKW und Träger auch anständig durchkommen. Ne? Ja, also wir versuchen jetzt den umzusetzen, gucken, ob der anwächst und wenn er nicht anwächst, dann kann er immer noch weg, aber erstmal Versuch macht klug. Habe ich weggemacht. Oh, ich versuche das jetzt nochmal mit dem 718 mit der kleinen Schaufel nachzugreifen. Es gestaltet sich schwieriger. Wir wollen natürlich so viel Wurzelwerk wie möglich da mitnehmen. Ja, also die Experten unter euch, die werden wahrscheinlich jetzt mit den Augen rollen und sagen, der wächst sowieso nicht an. Abwarten. Wir haben einen Walnussbaum im Garten, der war ähnlich groß, als wir den umgesetzt haben vor ein paar Jahren. Und das ist mit der schönste Baum, den wir auf dem Hof haben. Also Projekt Baumrettung. Mal schauen. Es wäre ja zu schön, wenn das funktioniert.
erste Teil hat so leidlich funktioniert. Durch die Blume gesprochen ist ein bisschen anders, ne? Das war mehr so durch den Baum gesprochen. Wollen wir hoffen, dass er auch anwächst. Das wird noch mal ein bisschen nachschneiden, denke ich mal. Weil da muss der nur weggehen, wenn wir hier die Auffahrt machen. Nützt ja alles nichts. So viel Wurzelwerk, wie es ging, haben wir jetzt mit. Jetzt fahren wir langsam mal eben zurück und dann muss ein Loch graben irgendwo, wo wir mit dem Trecker hinkommen können. Mal schauen. Ich denke mal, das wird die Eselweide werden. Bloß dann müssen wir da noch irgendwie einen Zaun rumbauen, dass sie da nicht dran rumscheuern und fressen. Mal gucken. Und dann müssen wir den wohl noch ein kleines bisschen zurechtstutzen, dass er nicht so viel Energie braucht. Mal gucken. Irgendwie wäre das schon. Am Rand wäre natürlich schöner, da kommt man mit einem IBC, weil der muss ja dann gewässert werden. Also jetzt aktuell nicht, aber sobald das trockener wird, muss da Wasser ran. Wäre mir natürlich dann ganz lieb, wenn man da easy rankommt, damit man dann nicht ewig braucht, um das Ding zu wässern. Mal schauen. Irgendwie findet sich das. Aber bisher sieht das gut aus. Ja, da wollte man eigentlich hin haben, wo die Bank steht. Wer schon mal hier war, weiß es, was ich meine. Das Risiko ist mir zu groß. Ich müsste den jetzt so hochheben, dass ich Angst habe, dass er mir dann doch noch auf den letzten Meter rausfällt. Wir setzen jetzt hier auf die Eselweide. Jens kommt gerade mit dem Bagger, wir machen hier ein Loch, dann kommt er da rein. Und wir haben wahrscheinlich noch zwei oder drei kleinere, die auch noch umgesetzt werden müssen. Dann kommt davon einer auf die Weide bei der Bank, das ist besser. Also kriegen die Esel dann hier Schatten. Da machen wir einen Zaun drum, dass sie nicht rankommen und dann ist das gut. So, mal schauen, dass Jens das Loch da, Loch da reinkriegt. Wir setzen den mittig da, wo die Raufe war. Soll man sich wundern, guckt euch das mal an, wie trocken das ist, der Boden. Gibt's doch nicht. Na gut, das alte Heu hier, ne? Aber trotzdem, Junge. Unglaublich. Dienstag, 5. März. Wir wollen noch mal eben schnell den Baum anbinden. Ich habe gestern das nur eben schnell rangeschoben. Ich fahre jetzt die Futterreste, das ist ja alles Heu hier. Ein bisschen Heulage und sowas, das fahren wir jetzt noch eben raus. Jens hat den 718 in Gang mit einer großen Schaufel. Ich fahre das mit der Zange darauf. Und dann werden wir Pfähle einbuddeln. Und der Gedanke ist jetzt, die Idee ist, dass wir den... Moment, wir haben da noch irgendwo einen alten IBC stehen, da, dass wir den auseinanderschneiden und den da dann um die Pfähle nachher noch mit rumsetzen, wenn wir den Baum angebunden haben, damit die Esel eben nicht so dicht an den Baum rankommen und den da irgendwie kaputt schubbern oder kauen. Und dann sollte es gehen. Ich hoffe, dass der jetzt das Ganze hier mitmacht. Wir werden nachher noch ein bisschen Wasser ranfahren, da ist Jan schon. Und dann hoffen, dass das halt, dass er anwächst, ne?
Aktion Baumrettung quasi fast fertig, ne? Ja. Jetzt muss er sich nur selber retten. Noch. Richtig, jetzt muss er sich selber helfen. Ja, Wasser geben wir ihm. Ja, Wasser bringen wir ihm. Ja. Was zum Trinken. Ja, so sieht's aus. Ja, ein bisschen chaotisch, aber ich denke, also auf jeden Fall hat er mega Stabilität gekriegt. Da ruckelt gar nichts mehr, ne? Nee, das ist alles. Da ruckelt nichts mehr. Ja. Hier vorne machen wir jetzt noch irgendein Reststück, keine Ahnung was. Baustahl haben wir. Baustahl, noch. Irgendwas da noch vor. Nur, dass die, da nicht, die Esel nicht mit dem Kopf da reingehen. Oder? Genau, damit das Loch auch zu ist. Ja. Und dann warten wir mal ab, was mit dem Baum passiert, ne? Ja, wenn der tot geht, dann... So, 5 Minuten Wärme nächstes Jahr, ne? Richtig, 5 Minuten Wärme, dann geht er in den Hackschnitzel. Aber, ach, ein bisschen Ausgesicht haben wir ja auch noch. Mal gucken, was passiert. Wäre schön, wenn er schafft. Ronja! Party! Willi, alte Natter. Die Kängurus gucken wieder zu. Ist aber ein Lama-TV-Sender. Ja. Aus dem Lama-Sender, meinst du? Ja. Hui! Moinsen! Mittwoch, 6. März. März. Die Sonne scheint, es ist kalt. Heute Morgen hatten wir 1 Grad. Spricht dafür, dass der Tag vielleicht ganz schön wird, ne? Noch zumindest keine Bewölkung zu sehen. Ich habe heute 2 Termine, was die Projekte 2024 angeht. Hatte ich ja schon mal gesagt, sobald ich was sagen kann, sage ich da auch was dazu. Das ist aber noch nicht so weit. Erster Termin ist jetzt gleich. Kommt wahrscheinlich ein bisschen zu früh, bin gerade auf dem Weg dahin. Und der zweite Termin heute Nachmittag, 14 Uhr. Das ist dann aber bei mir zu Hause. Dann wollen wir heute eigentlich anfangen, noch Kartoffeln zu sortieren, unsere Pflanzkartoffeln. Da muss man mal gucken und hoffen, die müssen noch einmal rüber. Ich weiß nicht, ob wir alle Partien noch mal rübernehmen müssen. Das sehen wir dann, wenn wir die Kisten aus dem Lager fahren, wie die aussehen. Auf jeden Fall müssen wir damit irgendwie die Tage jetzt auch anfangen. Dann habe ich Mischstreuer bestellt. Den können wir entweder heute, die sind dann noch am Schrauben, aber heute oder morgen früh, spätestens, sagte er zumindest, Montag, als ich telefoniert hatte mit ihm, abholen, dann wollen wir ein bisschen Mist, das ist ja nicht viel. Die Strohballen, die Jens neulich auseinandergeschnitten hatte, die müssen noch verteilt werden. Und dann der kleine Hümpel Mist, den wir zu Hause auf der Platte noch haben.
Das soll auseinander. Dann ist die Scheibenegge unterwegs. Wir müssen jetzt ein bisschen vorweg schon einmal durchziehen. Das hilft alles nichts, damit das ablüftet. Damit wir dann irgendwann auch mit den Kartoffeln in Gang kommen. Da wird Joris heute noch mit losfahren. Der hat heute frei. Hat heute Urlaub und dann kann der mit der Scheibenegge losfahren, damit weitermachen. Und dann haben wir wahrscheinlich, wenn wir höchstwahrscheinlich am Freitag die erste Gülle fahren können, dass wir, geplant habe ich den einen 15 Hektar Schlag, da kommen Kartoffeln hin. Seht ihr dann, ihr kennt den Schlag. Auf jeden Fall, dass wir da anfangen, dass das fertig wird. Und dann könnte da dann, der könnte als erstes auch gepflügt werden. Dann werden wir auch nicht separieren. Danach müssen wir gucken, wie die Befahrbarkeit bei uns am Hof ist. Wir haben ja unser Stück hinter den Weiden quasi, hinter der Kartoffelhalle. Da kommen Kartoffeln hin dieses Jahr. Und das Stück vom Nachbarn daneben haben wir dieses Jahr dazu. Also tauschen wir ja immer durch die Flächen. Da wollen wir auch gerne separieren lassen. Da sollen Speisekartoffeln hin und Pommeskartoffeln. Das sind insgesamt dann irgendwo 15 Hektar auch. Über den Daumen. Und dann, also wir haben wahrscheinlich 2 Schläge dieses Jahr zum Separieren. Das macht dann, das können irgendwie, ich muss mal gucken, wie weit das darüber geht, wie weit wir separieren wollen. Aber ich denke mal, dass wir irgendwo so ungefähr 25 Hektar separieren dieses Jahr, separieren lassen. Das hat den Grund, für die, die sich jetzt fragen, hä, das hat den Grund, dass wir da vom Feld auch verkaufen wollen, also frisch gerodet. Und die Pommeskartoffeln gehen ja sowieso direkt im Herbst dann, werden gerodet und werden dann direkt zum Landhandel gefahren und da eingelagert, so sind die Kontrakte. Und gehen halt nicht bei uns über die Maschine und deshalb sollen die Steine da vorher raus. Haben wir letztes Jahr aber auch so gemacht. Das ist das im groben Zügen, was diese Woche noch ansteht. Also es geht jetzt so langsam los auf dem Acker. Das wird, ich werde das wahrscheinlich so machen, dass wir dann, wenn es richtig in Gang kommt und ich das dann auch mit dem Schneiden noch voneinander kriege, dass wir dann vielleicht tendenziell wieder 2 Videos die Woche machen, weil sonst wird es echt krass zu lang. Ne? Wenn mehr Action ist, dann haben wir auch mehr Material und wenn es auf dem Acker losgeht, dann mal gucken, mal sehen, wie ich das abends dann mit dem Schneiden voneinander bekomme. Aber das wäre so meine Idee jetzt gerade. Wie gesagt, jetzt zum Termin. Bin gespannt, was Sie erzählen. Und dann sehen wir uns in Kürze wieder. Bis gleich. Da fällt mir ein, ich habe noch was vergessen, ganz kurz. Bezüglich der Photovoltaikanlage, da haben ja auch viele gesagt, oh, das ist interessant und zeig mal alles. Also die Module sind fertig installiert, das Gerüst ist mittlerweile auch schon wieder weg, ist abgebaut, das haben die Montag schon weggeholt wieder. Ich habe mir jetzt aber das so überlegt, dass ich euch das zeige, wenn alles fertig ist, also wenn das Ganze in Betrieb ist. Der Elektriker war gestern einen halben Tag da, hat gestern die Wechselrichter installiert und den Speicher aufgestellt. Heute Morgen 7:30 kam er wieder und ist jetzt in Gang und fängt mit der Verkabelung an. Also es wird noch ein paar Tage dauern, bis das soweit technisch alles installiert ist. Parallel dazu wird das mit dem Energieversorger alles noch abgekaspert. Und wie gesagt, wenn das in Gang ist, wenn die in Betrieb ist, dann zeige ich das ganze Projekt abgeschlossen. Wenn ihr dann dazu Fragen habt, dann könnt ihr es dann auch gerne in die Kommentare hauen. Könnt ihr auch gerne jetzt schon, aber dann mache ich das dann alles in einen Rutsch und einen Abwasch. Da müssen wir jetzt nicht 1000 Mal da hertüdeln, weil ich wollte euch ja auch gerne die Module auf dem Dach zeigen. Und das geht, glaube ich, tatsächlich eigentlich nur so richtig mit der Drohne. Also da müssen wir dann mal einmal eben kurz in die Luft und das von oben einmal zeigen. Dann weiß man auch, wie das gedacht ist. So, das dazu. Jetzt aber bis gleich. So, bin wieder zu Hause umgeplündert. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist Folgendes. Wir haben unsere Bumsmaschine, also der Bandfraktionärer, Grimmel, den haben wir verliehen. So, und gestern dann eben abgeholt, aufgeladen und beim Aufladen haben wir gesehen, Teufel, da ist eine Welle gebrochen. Unten unterm Band läuft eine Welle, die das Produktband quasi hochhält und die ist in der Mitte gebrochen, die war auch schon geschweißt. Gut, kaufst du was gebraucht, ne? Muss man mit rechnen.
Ist dann so. Dann habe ich gestern kurz mit JBB, den ihr auch kennt aus den Videos hier, der beim Grimme-Bunker mit umgeschraubt hat, kurz angeschrieben. Und der hat mir freundlicherweise ganz liebe Grüße und vielen Dank nochmal die Bestellnummer, die Artikelnummer rausgesucht. Dann habe ich das bestellt über unsere Schröder-Werkstatt in Völkersen und hat dann gefragt, Mensch, könnt ihr das auch direkt hierher schicken? Und was soll man sagen, das war gestern Nachmittag, kurz nach Mittag. Und heute Morgen stand das Paket auf dem Hof. Respekt, voll geil. So, das klemme ich mir jetzt unter den Arm und fahre da schnell dahin, damit das da reinkommt, damit sie dann ab morgen wollen sie, glaube ich, nee, heute ist Dienstag, ne? Ab Donnerstag wollen sie damit loslegen. Dann können sie das noch eben schnell reinstecken. Das sind 4 Schrauben, das ist nicht schlimm. Und dann soll es wieder laufen. Bis gleich. Vater und Jens sind schon angefangen mit dem Sortieren. Boah, dass ich da gleich mit beikomme. Aber das Teil muss auch noch mal eben schnell hin. Das hilft alles nichts. Ist mir auch recht unangenehm. Haben wir vorher nicht gesehen. Lief ja auf, aber bevor das jetzt ganz kaputt geht und nachher das Band noch einen wegkriegt, ich hatte alternativ, hätte man die eine Welle, ich zeige euch das dann, wenn das Ding wieder zurück ist, was es war. Wenn die eine Welle hätte man rausschneiden können, rausflexen können und eben ein Stück Rohr rüberschieben, dass das nicht ganz auseinanderfällt, wäre gegangen. Aber ich weiß auch nicht, wie viele Tonnen die da jetzt mit rüberlaufen lassen wollen. Das ist natürlich keine Dauerlösung. Umso mehr freut es mich, dass das so schnell geklappt hat mit dem Ersatzteil. Also nochmal dickes Lob und Danke an JBB von Grimme, an Grimme allgemein und an Schröder, dass das hingehauen hat. So, da fällt Joris, Scheibenecke. Wie gesagt, zum Ablüften. Einmal alles durchziehen. Auf in die Halle.
Moinsen. Donnerstag, 7. März. Moin. Ja. Wir sind gekommen, um zu gehen. Ja. Nicht zu bleiben. Nicht zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben. Nein, wir sind gekommen, um zu gehen. Und zwar ist das Video jetzt zu Ende. Ich habe dir nämlich gestern, glaube ich, war es erzählt, dass es eventuell jetzt ab demnächst wieder 2 Videos die Woche gibt. Ja, hast du? Ja, weil mehr Action kommt, ne? Ja, gut. Also wenn das Wetter mitspielt. Ja, wenn das Wetter mitspielt. Wenn das Wetter nicht mitspielt, dann gibt es auch nicht mehr Action, dann gibt es auch nicht 2 Videos. Im Moment ist ja ein bisschen lahm gerade gewesen, aber... Ja, aber das soll jetzt richtig losgehen. Ja. Eigentlich heute schon mit Mist streuen. Das seht ihr aber dann im nächsten Video. Ja. Morgen Gülle fahren, seht ihr auch im nächsten Video. Mann, das ist aber jetzt doof, ne? Irgendwas ist ja immer. Nützt nichts. Also aufs nächste Video, genau. Genau. Also, wenn es euch gefallen hat, trotzdem gerne Däumchen, Abo, Glocke, alles, was dazu gehört. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten höchstwahrscheinlich actionreicheren Video wieder. Ja. Ne? So machen wir das. Also, Dankeschön. Wir trinken jetzt noch schnell einen Kaffee und dann geht das nämlich draußen los. Dankeschön, Reinhorn. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir singen. So, jetzt mal eben schnell einen Kaffee schlürfen und dann geht das ab.